wie ihr vielleicht am Rand erkennen könnt, da rechts, rechts am Rand vom Bild, steht da was von Ostereiern. Oh, es gibt ein Osterevent auf dem Paradise Server. Hey ho zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Paradise. Ja, ich befinde mich über meinem Shop. Und wie ihr vielleicht am Rand erkennen könnt, da rechts, rechts am Rand vom Bild, steht da was von Ostereiern. Oh, es gibt ein Osterevent auf dem Paradise Server. Und wie ihr sehen könnt, gefunden 210? What the fuck? Okay, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, das sollte eigentlich anders sein, dass versteckt 210 sind und gefunden 0, denn ich habe noch kein einziges Osterei gefunden. Im Prinzip geht es jetzt darum, dass man, huch, oh, hier ist eins, cool, dass man Ostereier finden muss. Und zwar 210 Stück, wie ihr hier seht. Eigentlich sollte man möglichst nicht zeigen, wo die versteckt sind, weil halt die anderen auf dem Paradise-Server auch suchen sollen. Aber ich habe gerade einfach so mega Bock dazu, dass ich das einfach tun muss. Und ja, ich bin mal gespannt, wie viele ich jetzt in der Folge finde. Ich wollte natürlich möglichst viele finden, logischerweise, weil, schade, ist keins. weil, bei dem letzten, also wir haben das schon mal versucht zu starten, hier dieses Oster-Event. Und da bin ich aber leider zu spät dran gewesen sozusagen. Also es hat eine Zeit lang funktioniert. Dann hat es irgendwie mal nicht funktioniert und irgendwie ist dann der Server mehr oder weniger abgekackt durch das Plugin. Captain Lucky hat das Ganze dann übrigens gefixt. By the way, vielen, vielen Dank dafür. Überhaupt mal vielen Dank für deine große Mühe, die du hier immer gibst. Die du dir hier immer gibst. Ist eine, boah, das ist voll der Zungenbrecher, ey. Wir haben jetzt ein schwarzes Brett. Ich wollte das, ach so, richtig, ich wollte das Ganze mit einer Roomtour, nein, mit einer Stadtführung verbinden. Und zwar wollte ich euch von hier an gesehen einfach mal jetzt die gesamte Stadt zeigen, wie sich das hier so entwickelt hat. Moment. Oh, juckt. Ja, der Markt hat sich noch nicht sehr groß verändert, mal abgesehen davon, dass jetzt unser lieber Tobi auch Shops eröffnet hat. Für Beef, Cake und Holz. Soweit ich verstanden habe, braucht er Tropenholz. Habe ich aber leider nicht. Hätte ich ihm sehr gerne angeboten natürlich, ist gar keine Frage. Aber da ich leider kein Tropenholz besitze, Schreck, ich dachte, da unten wäre jemand. Da ich leider kein Tropenholz besitze, ist das ein bisschen schwierig. Kann ich ihm leider nicht helfen. Tropenholz ist bei uns in der Farmwelt auch irgendwie immer ein bisschen schwierig zu finden. Weil wir meistens, da unten ist ein Osterei, eben Wasser versteckt. Da wir meistens einfach keine Tropenbiome in der Nähe haben. So wie euch vielleicht auch hier schon aufgefallen ist, ich habe jetzt gespoilert, befindet sich hier ein riesiges Schiff. Das ist Captain Luckys Schiff. Ich hatte eigentlich gehofft, dass an den zweiten Mast nur zwei Segel kommen, weil es irgendwie cooler ausgesehen hätte. Aber ist egal. Ich finde es mega gut. Es ist richtig, richtig geil geworden, finde ich. Und er hat sich auch unheimlich viel Mühe damit gegeben. Hat irgendwie tagelang, nächtelang gebaut. Nein, keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus, finde ich. Hier müssen doch auch irgendwo Eier drauf sein, Mensch. Drauf oder drin oder wie auch immer. Ich gehe jetzt einfach mal hier längs. Ta-ta-ta-ta-ta. Hier ist übrigens jetzt der Spawn. In dem Schiff quasi drin. Hier oben findet sich das Farmweltschild. Also hat sich alles jetzt ein bisschen geändert, dass sozusagen die neuen Mitspieler, die dann jetzt demnächst auf den Server kommen, wenn die joinen, direkt hier quasi in dem Schiff spawnen und dann die Möglichkeit haben, hier von dem Schiff aus in Paradise anzukommen. Das finde ich eine sehr coole Idee. Und bin mal gespannt, wer als erstes alle Eier findet. Nee. Ich glaube, die Idee
Für den Spawn auf dem Schiff hatten wir schon was länger. Beziehungsweise, es war ja natürlich eine Idee von Captain Lucky, weil der ja hier sein Schiffchen bauen wollte. Oh, ich kann schon wieder nicht mehr rennen. Ey, habe ich überhaupt Essen dabei? Ja, habe ich. Okay. Schwert ist schon wieder fast kaputt hier. Jo. Gut, dann geht's mal weiter. Ach so, ich kann auch auf die Mast. Ja gut, auf den Mast wollte ich jetzt eigentlich so nicht mehr drauf. Ja, Facebook, das war so klar. Es war so klar. Die Eier können hier theoretisch überall in der Welt versteckt sein, aber halt nur in der normalen Welt und nicht in der Farmwelt. Ich glaube, das wäre auch sonst ein bisschen zu hart gewesen. Die können überall auf Wegen versteckt sein. Die können, wie ihr gerade schon gesehen habt, auch im Wasser versteckt sein. Und überall auf und in Gebäuden und auf Wegen und auf Bäumen, keine Ahnung, einfach so ziemlich überall. Und da es 200 Stück sind und die ja eigentlich nur da versteckt sein sollten, wo man auch hinkommt. Das ist übrigens, ja, die Regeln wurden ein bisschen überarbeitet, sage ich mal, für die Eiersuche jetzt. Ups. Ja, ist ja gut, ich antworte ja gleich. Mann, ist aber jemand hartnäckig. Ja, hier sind wir jetzt in der Taverne drin. Die müsstet ihr aber eigentlich auch schon kennen. Die habe ich auch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Hat sich noch nicht so viel verändert, abgesehen davon, dass man hier jetzt Steaks, Hammelfleisch, Hühnerfleisch, Schweinefleisch, Kaninchen, Kartoffeln, Karotten und Bier kaufen kann. Allerdings ist der Wirt irgendwie nie zu Hause. Das finde ich ein bisschen schade. Man kann zwar immer bei ihm pennen, aber er ist leider fast nie im Hause. Dementsprechend zahlt man aber auch nichts für die Übernachtung. Okay. Zack, hier ist das Häuschen von. Lasst mich bitte nicht lügen. Ich kenne den normalen Namen nicht. Es tut mir leid, ich kriege eure normalen Namen irgendwie alle nicht auf die Kette. Deswegen nenne ich dich jetzt einfach. Ach, Erik. Okay. Ja, schön, dass wir es kurz wissen. Hier wohnt Erik. Ich habe 10 Ostereier gefunden. Hier gibt es leider keine Achievements dafür, dass man Ostereier findet. Aber das macht ja nichts. Ich weiß nicht, ob das mit den Lianen Absicht ist. Es sieht so ein bisschen verwaldet aus hier. So ein bisschen dezent. Als wenn das auch so ein bisschen verwahrlosen würde, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Aber falls ja, coole Idee. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ja, das ist das Haus von Erik. Hat sich noch auch nicht sehr viel verändert, aber ich finde den kleinen Garten ganz cool, den er davor gebaut hat. So, jetzt werde ich einmal kurz zu Captain Lucky reingehen, weil ich benutze sein Bett eigentlich immer zum Pennen, wenn ich gerade so mitten in der Stadt bin. Ja, bitte, danke. So, sehr schön. Da hatte ich noch ein Ei gesehen. Zack. So. Eigentlich sind die Eier auch gar nicht so furchtbar schwer versteckt. Ach ja, was ich noch erwähnen wollte. Das ist eine Lüge. Was ich noch erwähnt haben wollte. Es gibt ja auch von demjenigen, der diesen Server hostet. Also von Nitrado. Die haben ja auch einen eigenen Server. Und auf diesem Server gibt es ebenfalls ein Oster-Event. Da geht es quasi auch darum, Eier zu sammeln. Und das haben Captain Lucky und ich jetzt auch schon eine Zeit lang gespielt. Ich habe da auch einiges an Eiern schon gefunden. Da gibt es aber, glaube ich, 1500 Eier, wenn ich nicht ganz falsch liege. Hier gibt es halt nur 200, dementsprechend, weil der Server natürlich auch ein bisschen kleiner ist. Hier gar nicht so viele Eier drauf passen würden. Es sei denn, man würde halt auch in der Farmwelt suchen müssen. Was aber, glaube ich, ein bisschen hart wäre, weil die Farmwelt da ist halt irgendwie. Ja, ich weiß, ich habe das Ei schon. Die Farmwelt ist halt riesig. Und man hat halt auch keinen bestimmten Platz, außer am Spawn, wo man jetzt irgendwie immer anfangen würde zu suchen. Und deswegen kann sich das halt in alle möglichen Richtungen erstrecken. Hey, Überraschung. Dankeschön. Oh, hier ist noch ein Ei. Und das auch noch eins. Hui, so viele Eier. So, hier haben wir natürlich jetzt auch schon das Problem, dass die Eier hier überall, überall, wie ihr seht, versteckt sein können. Man muss also wirklich die Gegenden richtig gut absuchen. So, hier fehlen zwei Kiesblöcke. Das hier ist das Bäumchen von Xeltaras LP, in dem er eigentlich hier einziehen wollte. Warum er das nicht tut, zeige ich euch gleich noch. Hier müssten ja eigentlich Ralph
Er sieht aus wie ein Flugzeug. Irgendwer hat behauptet, dass Ralph aussehen würde wie ein Flugzeug. Ich finde, dass er das nicht tut. Aber gut. Ich habe keine Ahnung, was für Flugzeuge die normalerweise kennen. Sind hier unten auch Haie? Okay, offensichtlich sind die nur an den richtig ja, sichtbaren Stellen versteckt, sag ich mal. Warum zum Henker höre ich hier Spinnen? Weil da eine Spinne ist. Aua, nicht hauen. Das tut doch weh. Hatte ich das Ei da schon gefunden? Nee, ne? Dann hole ich mir das doch jetzt noch. Du stirb. Danke. Wo ist es? Da. Gib mir das. So, hier kommt man nämlich auch richtig schön wieder hoch, dadurch, dass das so mega random einfach gebaut ist hier. Ach, da ist noch eins. Zack. Ja. Auf dem. Eine Treppe, die ins Nichts führt, cool. Auf dem Nitrado-Server gibt es, wie gesagt, auch dieses Oster-Event, bei dem man 1500 Eier suchen muss. Und da gibt es dann auch entsprechende Achievements, die man sammeln kann. Achievements. Und, oh, ich höre einen Enderman. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und Spinne. Hi, Spinne. Freut mich, dich kennenzulernen. Da ist der Enderman. Stirb, Enderman. Wuhu. Und er hat nichts fallen lassen. So eine Sauerei. Au. Hey. Mach keinen Scheiß. Stirb. Fall runter. Ach, schade. Noch ein Enderman. Ich wette, ich sterbe irgendwann, weil ich mich immer mit diesen Viechern anlege. Ist egal. Also, wie gesagt, da gibt es dann auch bestimmte Achievements für, die es hier jetzt natürlich dann nicht gibt. Weil ich glaube, das wäre ein bisschen zu viel Gefrickelsarbeit für diesen kleinen Server. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich hier nicht runterfalle und sterbe. Was ich natürlich tun würde, wenn ich jetzt. Oh, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Scheiße! Och nein! Xeltaras, was machst du denn? Oh Gott. Es tut mir leid, ich muss hier einmal ganz kurz. Aber ich muss hier wieder hoch. Ich kann hier ja nicht runterspringen. Ist ja Blödsinn. Übrigens auch eine sehr, sehr geniale Idee. Es hat mir mega Spaß gemacht, diese Eier zu suchen. Und ich werde dann natürlich auch noch weitermachen. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Aktion von Nitrado jetzt noch läuft. Aber ich packe euch den Link dazu auf jeden Fall mal unten in die Videobeschreibung. Es gibt dazu auch ein Infovideo von Nitrado selber. Das findet ihr ebenfalls unten in der Videobeschreibung. Autsch. Stirb, du Unhold. Und Captain Lucky hat, glaube ich, auch ein kurzes Video dazu gemacht. Oh, gilt das auch als Osterei? Ich habe noch ein Osterei gefunden. Nein, Quatsch, das zählt nicht. Jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, ist egal. Das habe ich schon gefunden. So, hier ist immer noch das Haus von Tobi. Während des Oster-Events dürfen übrigens keine Türen abgeschlossen sein. Das ist nämlich eine sehr coole Sache und dadurch kann ich euch die Stadt jetzt auch einmal zeigen. Und ich werde die auch komplett zeigen. Es ist mir scheißegal, wie lange ich jetzt dafür brauche. Damit ich euch halt einfach alle Häuser zeigen kann. So. Das ist also Tobis Reich. Hier haben wir quasi sein Lager entdeckt. Finde ich sehr cool. In die Kisten werde ich jetzt natürlich nicht reinschauen, weil wenn man schon so viel. Ach, er hat auch einen Verzauberungstisch. Na super. Wenn man schon so viel Vertrauen jetzt haben muss, um die Leute hier alle hier reinzulassen. Braustand hat er auch, toll. Wofür mache ich denn überhaupt meine Sachen, wenn ja auch jeder andere das auch hat? Oh, ach du Scheiße. Gott, wo ich letztes Mal noch darüber gequatscht habe, dass es. Huch. Ach, da ist noch ein Ei. Gott, hier sind so viele Eier. Wo ich letztes Mal noch darüber gesprochen habe, dass es irgendwie unlogisch ist, dass es so viele bunte Farben gibt. Hä? Ach so, ich habe die Musikblöcke, glaube ich, noch aus. Kann das sein? Ja. Sorry. Ach so, wenn da was drüber ist, hört man die natürlich nicht. Ja, das ist nicht so schlau. Wie gesagt, wenn da was drüber ist, sieht man, hört man die leider nicht. Die Musikblöcke. Dementsprechend, das noch nein. Okay, ein Kühlschrank. Kuchen.
Geht nicht, weil die gesichert ist. Okay, kann ich nicht ran an den Kuchen. So, Tobis Schlafgemach, in dem auch noch ein bisschen Teppich fehlt. Aber coole Sache. Und hier haben wir Jannis Liebesgrotte. Jannis ist übrigens Captain Lucky, by the way, wer es noch nicht mitbekommen hat. Und er hat in Tobis Haus offensichtlich eine kleine Liebesgrotte. Also ist Tobis Gemach. Hier geht es natürlich jetzt noch ein bisschen weiter runter. Das werde ich natürlich auch noch zeigen, denn das finde ich sehr, sehr genial. Oh, bitte keine Hilfe. Jede Menge Kühe. Ganz, ganz, ganz viele Kühe. Und da hinten sind noch Hühner. Jetzt wieder ganz viele. Würdest du bitte. Hallo, geht mal bitte da weg. Weg von der Tür. Danke. Und tschüss. Oh Gott. Da liegt ein Ei. Oder? Liegt da nicht ein Ei? Es tut mir leid. Okay, liegen ganz viele Eier. Jetzt habe ich seine ganzen Eier eingesammelt. Scheiße. Okay, es tut mir leid. Warte. Ich werde hier noch ein paar Hühnchen hier reinsetzen. In Ordnung? Da Eier hier ja keinen Schaden machen. Doch, eigentlich machen Eier Schaden. Ausgerechnet, gerade bei uns machen Eier Schaden. Ist so ein kleiner Paradise Insider. Okay, jetzt muss ich aber echt mal. Nein, 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 nein. Oh, shit. Gut, ich habe dir ja dafür ein paar neue reingesetzt. Das tut mir sehr leid. Aber, ja. So, wenigstens hauen die Kühe nicht ab. Mann. Ist ja schrecklich hier. Ja, ist. Tür zu. So. Hier ist noch eine kleine Farm. Und eigentlich hatte. Oh Gott, Soul Sand. Eigentlich hatte Tobi auch vorher ein Höllentor. So. Das er jetzt allerdings nicht mehr hat, weil wir halt ein allgemeines Höllentor haben. So. Damit bin ich durch mit Tobis Gemächern. Ach, schau einer an, da ist noch ein Osterei. Haha. Hier ist eine Spendentruhe, die leider leer ist. Hat er wahrscheinlich schon geleert. So. Captain Luckys Haus haben wir ja schon durch. Jetzt gehen wir weiter mal hier weiter. Zu dem Häuschen von Desperion. Und werden das dann natürlich auch noch zeigen. Hier gehe ich mal ganz kurz um die Farm herum. Rund, rund, rund. Zack. So. Also eigentlich muss sich auch keiner jetzt die Mühe machen, meine Videos extra zu gucken, nur um zu sehen, wo die Ostereier versteckt sind. Die sind wirklich relativ offensichtlich versteckt und ich bin der Meinung, dass man hier nicht extra die Videos von jemandem schauen muss. Nur um die Ostereier alle zu finden. Ich meine, wenn es zum Schluss dann auf die letzten 10 Eier, sage ich mal, zugeht und man die einfach wirklich aufs Verrecken nicht finden sollte. Ja, gut. Aber ich glaube auch nicht, dass ich. Ich bin gespannt, ob ich alle finden werde. Mittlerweile habe ich schon. Wie viele erwartet? 61 habe ich jetzt schon. Sehr cool. Und ja, das ist hier das Häuschen von Desperion. Es ist ein bisschen spartanisch eingerichtet, aber ja. Ja, doch, ist ganz nett. Sieht allerdings von außen immer so aus wie so eine Maya-Pyramide oder sowas. So, hier kann ich euch jetzt noch kurz zeigen, wieso Xeltaras LP nicht in den Baum einziehen möchte. Er meinte, das wäre alles irgendwie so ein bisschen nicht ganz korrekt von ihm, wenn er da jetzt in so einen komischen Baum einziehen würde. Deshalb hat er sich dieses. Also, das war ja sein ursprüngliches Haus gewesen. Das hat er jetzt aber, ja, mehr oder weniger abgerissen. Hier hat man übrigens einen sehr. Oh, ist das geil. Das sieht ja geil aus. Ich glaube, ich versuche mal daraus ein Thumbnail zu machen. Das sieht nämlich sehr, sehr cool aus. Er hat jetzt dieses Häuschen hier abgerissen, weil er sich daneben ein neues Häuschen bauen möchte. Warum auch immer er das tun möchte, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber
Ich finde, das hier ist auch irgendwie ein Ticken cooler aufgebaut als das andere. Ich lege mich mal ganz kurz hier in sein Bett und penne. Kann ich nicht, weil Monster in der Nähe sind. Das war mir schon fast klar. Also muss ich doch in mein Häuschen gehen. Dann werde ich das auch jetzt kurz tun. So, just for the lulz. Juhu. Captain Lucky joined the game. Hallo, Captain Lucky. Ich muss aufpassen. Ich darf nicht zu lange aufnehmen, auch weil ich noch arbeiten muss. Aber ich habe so keine Lust. Aber dafür habe ich morgen frei. Dann kann ich morgen ganz viele Ostereier suchen. Ich werde auf jeden Fall auch den Moment aufnehmen, wenn ich tatsächlich alle Ostereier gefunden haben sollte. Irgendwann. Oh, 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 ich kann nicht rennen, ich kann nicht rennen. Ja, ha, ha, ha. Puh. Oh, das war knapp. Schlafen, bitte. Bitte geh schlafen, Lucky. Ich will, dass die Nacht vorbei ist. Ich will weiter Eier suchen. Ah, in meinem Häuschen liegen auch Eier. Hi. Schlafen. Bitte. Kommt auf den Server und darf direkt pennen. So, wie gesagt, ich würde gerne die Stadtführung wenigstens noch zu Ende machen. Also hier war vorher mein Verzauberungstisch, wo der jetzt ist, das zeige ich euch gleich noch. Hier ist meine kleine. Okay. Ja, ich sag mal mein. Bin kurz AFK staubsaugen. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum hier immer Hühner in meinen Kesseln sind. Das ist irgendwie witzig. Kurz will. Briefkasten schauen. 5 Glasflaschen. Oh, das ist aber lieb. Vielen Dank. Ich bin ja immer so dahinterher, dass ich meine. Ach so, soll ich ja nicht. Okay, lass mal offen. Dass ich meine Glasflaschen alle wieder bekomme, weil durch die Tränke verliere ich ja viele von den Glasflaschen. Und finde es immer wundervoll, wenn mir die jemand wiedergeben kann. So. Hier haben wir das Posthäuschen von Xeltaras. Mit meinem Hund, der irgendwie immer noch nicht da weg will. Ich habe keine Ahnung warum. Und bei dem er ja hier beschriebene Bücher und Papier verkauft. Finde ich auch ganz cool. Kann man auch immer gebrauchen, würde ich sagen. Ach so, hier oben. Unsere Farm, unsere schöne große. Da müssen eigentlich auch Ostereier liegen. Das Ei habe ich jetzt schon. So. Das Blöde ist, dass man die hier kaum sieht. Da hat auch ausgerechnet Gelbe hier drin versteckt, Mann. Das ist ja tricky, ist das hier. Das ist voll mies. Okay, Lucky weiß jetzt natürlich nicht, dass ich in der Aufnahme war. Ich habe noch ein Osterei gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo es war. Ist egal. Und jetzt einmal hier hochsteigen. Da finden wir nämlich schon das nächste. Und daran sieht man aber übrigens, dass es eigentlich, dass man die meisten Eier eigentlich gar nicht verfehlen kann. Weil wenn man die normalen Wege geht, die man halt normalerweise so geht auf diesem Server, dann findet man die Eier eigentlich automatisch. Okay. Also so sieht Xeltaras Häuschen von hier aus. Finde ich wirklich, wie gesagt, echt cool. Sieht gut aus. Und hier muss ich jetzt einmal ganz kurz einen Schlenker machen. Zu Elmos Häuschen. Casa de Elmo. So, hier sind natürlich auch ganz viele Eier, 100.000 Stück. Würdest du bitte da weggehen? Nein, ist das schon wieder abgehauen. Shit. So, hier kommen wir jetzt zu meiner kleinen Schmiede, die sich ein bisschen erweitert hat. Ach so, ja, das Blümchen habe ich gestern von Hackmi bekommen, weil er mir sein Geheimnis nicht verraten will. Aber ich werde es herausfinden. Oh. Ein Ei im Kessel drin, wie cool. Mit zu einem gekochten Ei. Wartet's ab. So, neben meinem Bett haben wir auch noch eins. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 86 Eier schon, meine Güte. So, das ist hier, wie gesagt, meine kleine Schmiede. Und nebenan habe ich jetzt noch das Verzauberungshäuschen gebaut, das auch ein offizielles Verzauberungshäuschen ist. Also jeder, der möchte, darf es gerne benutzen. Dafür ist es da. Und ja, dementsprechend bräuchten wir eigentlich auch keine anderen Verzauberungstische mehr, theoretisch. Praktisch gibt es sie natürlich noch. Was mir eigentlich auch vollkommen Schnuppe ist, aber wie gesagt, eigentlich bräuchten wir sie nicht mehr. So, hier kommen wir jetzt zu einem Häuschen, das ihr, glaube ich, noch nicht kennt. Das ist das Haus von Nilo. Nilos Anwesen.
Ich glaube, er ist der neueste Spieler bei uns. Der jüngste, der Frischling. Und ich habe hier irgendwo noch ein. Da ist noch ein Ei. Zack. Nilo und Hakmi teilen ein Geheimnis, das ich herausfinden möchte und das ich herausfinden werde. Bin ich mir tausendprozentig sicher. Da ist noch ein Ei. Hier gab es eigentlich auch mal was. Hat er offensichtlich wieder abgerissen. Warum auch immer. Wasserläuferschuhe for the win. Aber hier scheint kein Ei zu sein. Das hieß, die können sich in und auf Gebäuden befinden. Das heißt, ich muss natürlich auch hier überall mal rund laufen und alles abgrasen. Da im Wasser ist noch ein Ei. Ach so, darf ich ja nicht. Oh, Moment, Moment, Moment. Hakmi wird ganz böse, wenn ich über den Fluss gehe. Er hat extra Zäune gesetzt, damit man nicht mehr über den Fluss geht. Sondern damit man hier diesen Weg benutzt, um zu ihm zu kommen. Ah, da ist noch ein Ei. Ich will zuerst das Ei haben. So. Jetzt werde ich aber mal ganz kurz cheaten und werde über den Zaun drüber springen, weil ich es kann. So, Punkt. So, dann zeige ich euch noch ganz kurz das Haus von Hagmi und unsere Schaffarm und dann war es das eigentlich auch schon mit der Stadtführung. Hallo? Die Tür ist gesichert, okay. Wie schön, dass hier einfach alle Türen immer weit offen stehen. So. Hagmi hat auch sehr viel Arbeit in sein Häuschen reingesteckt. Sieht auch sehr, sehr cool aus, wie ich finde. Hier vorne müssen eigentlich auch Eier versteckt sein, da bin ich mir tausendprozentig sicher. Oder auch nicht. Ja, natürlich. Sehr gut. Ich bin super. Ah, doch, da. Da war eins. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Da ist nämlich auch noch eins. Oder war auch noch eins? Oh, ich höre es immer nur ploppen. Ich sehe gar keine. Ich höre es immer nur ploppen. So. Ach so, es geht noch weiter nach oben. Hier haben wir nämlich einen wunderschönen roten Teppich. Sehr, sehr cool. Das ist sein Schlafgemach und weil ich einfach drauf bestanden habe, hier ist ein wunderschöner Kamin. Hier habe ich ihm gesagt, dass ich sein Geheimnis herausfinden werde. Ich habe schon die Hälfte der Eier fast gefunden, mein Gott. Däh. Oh. Hallo? Ich kann das Ei nicht aufheben. Oder habe ich das schon? Keine Ahnung. Weil ich einfach darauf bestanden habe, habe ich hier auch noch ein Schlafgemach bekommen. Die Einrichtung kommt größtenteils von mir, die Banner sind von ihm. Wunderschön. Ich bin ja ein absoluter Mensch für Rosa, das ist gar keine Frage. Ist voll meins. Rosa ist meine Farbe. Also wer mich kennt, der wird wahrscheinlich verstehen, was für viel Ironie da jetzt drin steckte. So, hier oben ist noch so ein kleines Lager von ihm und dann, ja, war es das im Prinzip auch schon mit seinem Häuschen. Den Rest kann bzw. darf ich auch, glaube ich, gar nicht zeigen, weil das ist Keller und so. Und ich glaube nicht, dass ich dahin kann. Dementsprechend zeige ich euch noch kurz die Schaffer. Erst einmal gehe ich hier hinten hin, weil da war noch ein Ei. Hier, da, 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 da. Zack. Plupp. Ich mag dieses Geräusch, wenn man die Eier findet. Das ist total lustig. Oh, Hasenfamilie. Der Osterhase. So. Da ist noch eins. Hier kommen wir jetzt zu der Schaffarm. So, hier so ein kleines Vorhäuschen. Hallo, Ei. Oben noch irgendwo eins? Nein. Jo. Hier haben wir jetzt seine Schaffarm. Wir haben rote Schafe, wir haben gelbe Schafe, wir haben schwarze Schafe und wir haben weiße Schafe. Oh, da hängt ein Ei in der Luft. Das ist ja fies. Wie soll man denn da hinkommen? Okay, aber jetzt habe ich euch im Prinzip alles gezeigt. Die restlichen Ostereier werde ich offscreen suchen, damit ich nicht zu viele zeige. Ich habe ja jetzt hier mittlerweile schon bestimmt 100, über 100, 111, 112 gezeigt. Nee, es sind sogar mehr. Also, wie gesagt, das war meine kleine Stadtführung. Klein ist gut. Sie hat mittlerweile schon ziemlich lange gedauert. Und
Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Die Stadt wächst und gedeiht. Ich bin sehr, sehr froh, dass mittlerweile so viele mitmachen. Es macht auch irre Spaß. Und es ist auch immer wieder interessant, was sich Lucky hier so für Überraschungen für uns einfallen lässt. Wie jetzt zum Beispiel mit diesem Osterevent. Und ich bin mir sicher, an Weihnachten passiert auch irgendwas ganz Besonderes. Das dauert natürlich noch eine Weile, ist gar keine Frage. Aber ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie es wird. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Und schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung, da sind wichtige Links drin. Unter anderem zum Nitrado-Server, zum Ankündigungsvideo bzw. Erklärungsvideo des Nitrado-Servers und. Also ihr findet da sehr viele wichtige Informationen und interessante Sachen auch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.